Guten Morgen, geht's euch gut, Ladies and Gentlemen? Das Video heißt Die Wahrheit über Koffein. 20. Oktober 1909. Eastridge, Tennessee, direkt an der Grenze zu Georgia. An der Straße hat sich ein Team an FBI-Agenten positioniert. Sie sollen einen Truck mit gefährlicher Ware abfangen. Bei Grenzübertritt halten sie den verdächtigen Lastwagen an. Kurzerhand beschlagnahmen sie die komplette Ladung. 60 Fässer Coca-Cola-Sirup. Der Inhalt sei mit einem süchtig machenden und gesundheitsschädlichen Stoff gepanscht. Koffein. 100 Jahre später sieht die Welt ziemlich anders aus. Starbucks, Monster, Club Mate und Pillen. Mindestens 80% der Weltbevölkerung konsumiert regelmäßig Koffein. Wahrscheinlich hast du selber gerade was im Blut, kannst vielleicht nicht einschlafen und gibst dir deshalb dieses Video. Chat, wer von euch trinkt Kaffee? Wer von euch trinkt Energy? Sag mal ehrlich. Boah, ich zum Beispiel gar nicht. Ich trinke weder Kaffee noch Energy. Energy schon mal gar nicht. Kaffee äußerst selten. Also, boah. Sehr, sehr selten. Koffein habe ich gar nicht im Blut irgendwie. Monster Energy. Put it in your body and ask questions later. Ein Wissenschaftler nennt unseren Koffeinkonsum eine der längsten und größten unbeaufsichtigten Studien in der Geschichte der Menschheit. Und obwohl Koffein eine der meist untersuchten Substanzen der Welt ist, gibt es immer wieder neue Erkenntnisse. Einige Konzerne haben früh begriffen, wie viel Macht in diesem weißen Pulver steckt und seine Wirkung immer wieder heruntergespielt. Koffein ist ein globales Milliardenbusiness. Oh oh. Wie hat eine heute so selbstverständliche Droge die ganze Welt erobert? Und welche Gefahren bringt das mit sich? The world's most widely used mood-altering drug. Is the coffee all right? Nothing like a coke. Ich glaube, Lebensmittel, die früher Koffein beinhaltet haben, waren sogar illegal, ne? Koffein war früher nicht für den Markt frei zugänglich. Koffein ist weird. Pflanzen benutzen Koffein, um sich vor Fressfeinden zu schützen. Man findet es in Kaffeebohnen, Kakaobohnen und Teeblättern. In reiner Form ist es ein weißes Pulver, schmeckt bitter und leicht seifig. Ein 16. Teelöffel macht dich morgens gut wach. Ein 1/4 Teelöffel führt zu Herzrasen, Schweißausbrüchen und Angstzuständen. Genau, das ist bei mir der Fall. Wenn ich irgendwas trinke, was zu viel Koffein hat, oder wenn ich mal einen Schluck zu viel Kaffee trinke, habe ich genau diese Faxen. Ich fühle mich unwohl. Ich mag das nicht, das Gefühl, dieses... Was ist das, Alter? Ein Esslöffel davon würde dich um... Ein moderater Kaffeekonsum kann aber sogar gesund sein. Er senkt das Risiko für Krebs, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes, Parkinson, Demenz und wahrscheinlich sogar Depression. Die Menschheit liebt Koffein. Und das bereits seit mehreren Jahrhunderten. Europa im Mittelalter. Espresso ist einfach nur das italienische Wort für schnell und Monster sind noch richtige Monster. Zum Frühstück gibt es eine kräftige Biersuppe, zur Mittagspause ein Glas Bier und zum Abendbrot natürlich Bier. Alle trinken Bier, immer. Nicht unbedingt wegen des Alkohols, sondern weil es viel keimfreier ist als Wasser. Der durchschnittliche Engländer trinkt 3 Liter pro Tag. Kinder. Puh, 3 Liter pro Tag, Alter, wohin? Meine Nils sagt, ich bin vollkommen immun gegen Koffein. Liegt wohl daran, dass meine Eltern absolut süchtig nach Kaffee sind. Ja, Thema Koffein gerade. Mit eingeschlossen. Im 16. Jahrhundert verwundert ein heißes, schwarzes Getränk aus dem Nahen Osten die Europäer. Es sieht anders aus als Bier, es schmeckt anders als Bier und es hat eine andere Wirkung als Bier. Kaffeetrinker gelten bald als produktiv und bürgerlich, Biertrinker hingegen als faul und gemütlich. In London gibt es im Jahr 1700 bereits 3000 Kaffeehäuser. Dort blühen Handel, Literatur, Wissenschaft und Philosophie auf. Einige Historiker behaupten sogar, dass die Aufklärung und Industrialisierung ohne Kaffee nicht möglich gewesen wären. Gleichzeitig ist Kaffee damals extrem umstritten. Charles II. Glaubt, dass sein Volk auf Kaffee seinen Umsturz planen könne. Kurzerhand spricht er ein Verbot aller Kaffeehäuser aus. Der Aufruhr ist so gewaltig, dass er das Verbot nur wenige Tage später zurücknimmt. Friedrich der Große verbietet Kaffeeröstereien. Um gegen den aufblühenden Schwarzmarkt vorzugehen, stellt der preußische König 400 sogenannte Kaffeeschnüffler ein, die illegale Kaffeeröster aufspüren sollen. Nach seinem wird das Verbot direkt wieder aufgehoben. Kein Koffeinverbot hatte in der Geschichte der Menschheit langfristig Erfolg. Dafür hat auch der größte Getränkehersteller der Welt höchstpersönlich gesorgt.
Coca-Cola wurde von einem Apotheker namens John Pemberton erfunden und zunächst als Arzneimittel beworben. In der Werbung heißt es damals, es würde Kopfschmerzen, Hysterie und Melancholie heilen. Aber es hat vor allem einen Vorteil. Es macht wach, weil Kokain und Koffein drin ist. Das Kokain muss Coca-Cola bald entfernen. Einfach Kokain ist da drin, Leute. Das wurde so beworben. Überlegt mal. Könnt ihr euch das vorstellen? Aber Koffein ist weiter drin. Und zwar reichlich. Das Getränk enthält Anfang des 20. Jahrhunderts so viel davon wie heutige Energydrinks. Einem Mann ist das Koffein von Anfang an ein Dorn im Auge. Harvey Washington Wiley. Er ist der Chef des Bureau of Chemistry, Vorläufer der mächtigen Lebensmittelbehörde FDA. Er kann nicht fassen, dass schon vierjährige Kinder Cola trinken. Seiner Meinung nach ein Stoff, der genauso abhängig mache wie Opium. Er erklärt Coca-Cola kurzerhand den Krieg und beauftragt das FBI, eine Ladung des Teufelszeugs zu beschlagnahmen. Es kommt zu einem Boah, ich trinke zum Glück keine Cola oder bin Cola-süchtig. Zum Glück, ich trinke eher Vitamalz. Spektakulären Gerichtsprozess, der wegweisend für koffeinhaltige Getränke sein wird. Ganz Amerika schaut zu. Die bald mächtigste Regierung der Welt gegen den bald größten Getränkehersteller der Welt. Wiley und seine Behörde berufen mehr als 20 Zeugen, darunter Ärzte, Wissenschaftler und regelmäßige Cola-Trinker. Im Schlusswort sagen sie selbstsicher, Koffein ist eine Droge mit Tendenz zum Giftigen. Coca-Cola gibt kurzerhand selbst eine Studie in Auftrag, da es zu dem Zeitpunkt so gut wie keine Koffeinstudien an Menschen gibt. Sie engagieren einen jungen Psychologen, geben ihm einen Haufen Geld und lassen ihn in wenigen Wochen etliche Experimente durchführen. Der junge Wissenschaftler liefert entlastende Ergebnisse. Sein Fazit vor Gericht: Koffein ist unbedenklich. Besser noch, Koffein wirkt physisch und psychisch leistungssteigernd. Jackpot. Coca-Cola gewinnt. Ja, normal, Alter. Och Gott. Später gibt es aber noch eine außergerichtliche Einigung und Coca-Cola reduziert seinen Koffeingehalt. Was aber in der Öffentlichkeit hängen bleibt, Coca-Cola gewinnt. Und Koffein ist eine Wunderdroge ohne Nebenwirkungen. Und so beginnt ein Jahrhundert des hemmungslosen Koffeinkonsums. Oh Gott, Alter. Red Bull verleiht Flügel. Edusho, Jacobs und Chibo dominieren in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg den wachsenden Kaffeemarkt. In den USA trinkt man schwarzen Filterkaffee oder koffeinhaltige Softdrinks. Als Starbucks in den 90ern richtig Fahrt aufnimmt, läuft das Unternehmen dem langweiligen Filterkaffee den Rang ab. Dein Kaffee schmeckt mir nicht. Ich trinke lieber den im Büro. Das Erfolgsrezept? Eine Röstung, durch die der Kaffee weniger bitter schmeckt. Zucker, Sahne und sehr große Portionen mit entsprechend viel Koffein. Und als man dachte, es könnte nicht noch mehr Koffein und Zucker in ein Getränk passen, betreten Energy Drinks die Bühne. 1987 kommt die erste Red Bull-Dose auf den Markt. 10 Jahre später gibt es unzählige Anbieter, die sich mit immer größeren Dosen und noch mehr Koffein übertrumpfen. Teils gibt es 700 Milliliter Dosen. Ich finde Energy-Getränke so eklig und ekelhaft. Bah. Und ehe man sich versieht, ist es 2023 und Koffein ist überall. Eine hunderte Milliarden schwere Industrie. Ekelhaft. Mittlerweile sind 100 Jahre vergangen seit Coca-Colas Gerichtsprozess. Und in der Zwischenzeit hat sich herausgestellt, dass die Wunderdroge vielleicht doch ein paar Nebenwirkungen hat. Also es gibt ja bei Coca-Cola gibt es ja die Inhaltsstoffe, die sind ja hinten angegeben, aber da gibt es Sachen, die sind bis heute nicht bekannt gegeben worden, ne? Weil die sagen, das ist ein Geheimrezept. Müssten die eigentlich hinten drauf schreiben, aber irgendwie bei denen durften die eine Ausnahme machen, dass es irgendwas ist in Coca-Cola drinne, was man nicht weiß. Das ist das Geheimrezept. Lustig, oder? Überleg mal. Wir trinken einfach irgendwas, wovon wir nicht mal wissen, was das ist. Eins vorweg, Koffein ist keine gefährliche Teufelsdroge. Es ruiniert keine Leben, zerstört keine Familien. Es gibt zwar Fälle von Koffeinvergiftungen, Notaufnahmen und sogar Todesfällen, aber die sind extrem selten. Laut Experten kann man als Erwachsener jeden Tag unbedenklich 4 Tassen Kaffee oder 2 Monster Energy trinken. Als Jugendlicher ungefähr halb so viel oder sogar nur ein Viertel. Monster Energy ist natürlich abseits davon wegen des ganzen Zuckers turbo ungesund. Bitte trinkt nicht täglich 1 Liter Monster. Manche Menschen reagieren aber besonders sensibel auf Koffein. Sie können schon nach 1 Tasse Kaffee Herzrasen oder Schweißausbrüche bekommen. Das ist genetisch bedingt. Andere können auch nach einem doppelten Espresso zum Nachtisch scheinbar noch wie ein Baby schlafen. Die richtige Dosis ist individuell.
Doch auch bei erstmal unbedenklichen Mengen Koffein gibt es versteckte Gefahren. In einer Untersuchung haben Forscher Versuchspersonen einen Softdrink mit neuer Geschmacksrichtung gegeben. Einmal mit Koffein, einmal ohne. Die Personen wussten nicht, welches war. Das mit Koffein war der klare Favorit. Obwohl der Koffeingehalt von Coca-Cola und Co. so gering ist, hat es einen spürbaren Effekt. Da ist safe irgendwas drin, Leute. Ich sag euch, der Deda hat auch gerade reingeschrieben, dass da immer noch Inhaltsstoffe von Kokain drin sind. Und das wird natürlich nicht so bekannt gegeben. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich schon. Level. Caffeine just sort of makes you feel good. It gives you a little bit of a boost. Und schon dieser kleine Boost führt dazu, dass wir häufiger zu den koffeinhaltigen Softdrinks greifen. You might not even notice that subtle boost, but you will be more likely to pick up that product again than say. Wie soll es durch den TÜV kommen? Dein Ernst, Prankster? Ist dein Ernst, Alter? Bruder, die machen eigene Studien, ja, die sie dann dem Dings vorstellen hier, diesem Ausschuss, der entscheidet, ob das gut ist oder nicht. Bruder, das ist Coca-Cola, Alter. Was für TÜV, Alter. Die bezahlen alles und jeden, Alter. An uncaffeinated product that didn't make you feel good. Das ist übrigens Murray Carpenter, normal. Journalist und auch... Die kaufen alles. Die kaufen sich überall rein. Die schmieren die Politiker, die schmieren jegliche Industrie, die schmieren ich alle habe Stellen, mies recherchiert. Damit deren Produkt reinkommt. Autor des spannenden Buches Caffeinated. Danke. Unser Körper mag Koffein so gerne, dass er unbewusst fast alles bevorzugt, wenn es Koffein zugesetzt hat. In einem Versuch haben Teilnehmer sogar koffeinhaltigen Joghurt gefeiert. Koffein kann eindeutig körperlich abhängig machen, auf dem Gebiet dazu. The drug that more people in the world are dependent on is caffeine. But it's the world's most widely used mood-altering drug. And it turns out that it does produce physical and psychological dependence. Diese leichte Abhängigkeit entstehe laut Griffiths schon bei geringen täglichen Dosen, einer kleinen Tasse Kaffee. Und das lohnt sich für die Industrie. 8 der 10 beliebtesten Softdrinks in Deutschland und den USA haben Koffein zugesetzt. Der Stoff verleitet so unbewusst zu höherem Zuckerkonsum. Und Zucker selbst ist ziemlich ungesund. Coca-Cola behauptet, sie bräuchten Koffein für den Geschmack ihrer Coke. Tatsächlich können Bitterstoffe den Geschmack abrunden. Allerdings könnte Coca-Cola auch jede andere bitter schmeckende Substanz benutzen. Vielleicht eine, die nicht schon in kleinen Mengen so ein bisschen abhängig macht. Wissenschaftliche Blindverkostungen haben außerdem ergeben, dass die allermeisten Menschen Koffein in Coca-Cola nicht erschmecken können. Wider besseren Wissens hält der Konzern an dem Geschmacksargument fest. I think when Coca-Cola has said that, I would have to say it's disingenuous, because Coca-Cola scientists know full well everything that we know about caffeine. Krass. Energy Drinks haben genauso viel Zucker wie eine Coke, dafür aber dreimal so viel Koffein. Für die meisten Erwachsenen ist das, wenn sie es nicht übertreiben, kein Problem. In Europa konsumieren allerdings 2 von 3 Jugendlichen und sogar jedes 5. Kind Energy Drinks. Minderjährige vertragen Koffein viel schlechter als Erwachsene und sind deutlich empfindlicher. Studien zeigen, dass zu viele Energy Drinks für Jugendliche und Kinder wirklich schädliche Nebenwirkungen haben können. Dann wurden bei diesen jungen, gesunden Erwachsenen adverse Effekte beobachtet, also wie Herzrasen, Angstzustände, Nervosität und auch Veränderungen im EKG. Es gibt viele Hinweise, dass langfristiger Energy-Konsum bei Kindern und Jugendlichen zu Herz-Kreislauf-Problemen führen kann. Leider gibt es aber noch keine abgeschlossenen Studien dazu. Verbraucher oder keine anerkannte Studie, ne? Verbraucherschützer und Kinderarztverbände fordern unter anderem deshalb strengere Regeln. Dazu gehören zum Beispiel Werbeverbote von Energy Drinks an Jugendliche und besonders Kinder. Diese Gefahren von koffeinhaltigen Getränken wurden lange nicht... Oh, das wird aber dem Montana Black gar nicht gefallen, ne? Wenn die sagen, ey, du darfst dein Getränk nicht mehr auf Twitch bewerben, weil du hast ganz junge Zuschauer, die dein Getränk da kaufen. Oh. Nicht ernst genommen. Auch dank der jährlich millionenschweren Lobbyarbeit von Softdrink- und Energydrink-Konzernen. Eine der wichtigsten Lobbygruppen ist die American Beverage Association, die 1919 gegründet wurde. Dahinter stecken Coca-Cola, Pepsi, Dr. Pepper und viele weitere. Sie finanzieren Wissenschaftler, die ihre Sicht auf Koffein und Zucker bestätigen. Die Gruppierung argumentiert zum Beispiel gegen eine härtere Regulierung von Energydrinks in Bezug auf Kinder und Jugendliche.
Lobbyarbeit, eine leichte Abhängigkeit und vor allem die wachmachende, leistungssteigernde Wirkung. All das hat zum Siegeszug von Koffein beigetragen. Warum sollte man ein Wundermittel, mit dem man auf Knopfdruck produktiv werden kann, hinterfragen? Koffein ist perfekt für unsere hyperschnelle, leistungsbetonte Zeit. Es ist aber auch eine Zeit, in der das Abschalten für viele immer schwieriger wird. Man vergisst es zwar schnell, aber körperliche und geistige Erholung sind extrem wichtig für unser Wohlbefinden. Und Koffein kämpft teilweise aktiv dagegen an. Koffein blockiert die Aufnahme des Botenstoffs Adenosin. Adenosin sagt uns, dass wir müde sind. Auf Koffein kommt diese Nachricht nicht an. Der Körper will sich eigentlich ausruhen, wir fühlen uns aber wach. Und das ziemlich lange. Etwa 5 Stunden nach einer Tasse Kaffee hat unser Körper erst die Hälfte des konsumierten Koffeins abgebaut. Und nach 12 Stunden ist immer noch ein Viertel der Dosis in unserem System. Wenn du dir um 14 Uhr einen großen Latte reinballerst, hast du um 2 Uhr nachts noch das Äquivalent einer halben Dose Red Bull intus. Koffein führt dazu, dass du später einschläfst und auch früher aufwachst. Und es zerpflückt deinen Tiefschlaf. Die Schlafphase, die am wichtigsten und erholsamsten ist. Morgens wachen wir dann müde auf, obwohl wir solide 7 bis 8 Stunden geschlafen haben. Das sagt Dr. Roland Griffiths, einer der führenden Forscher. Und was hilft gegen die morgendliche Müdigkeit? Oh shit, here we go again. Viele trinken Kaffee am Morgen, um... Was für ein Teufelskreis. Das ist wild, Alter. Um ihr kaffeebedingtes Schlafdefizit auszugleichen. Kaffee ist oft die Lösung für das Problem, das er selbst geschaffen hat. You can get into a sort of vicious cycle with caffeine, for sure. Ein temporärer Kaffeeentzug fällt den meisten Menschen zwar leicht, aber es gibt dennoch deutliche Entzugserscheinungen. Unter anderem Kopfschmerzen, Müdigkeit, Stimmungsschwankungen und Konzentrationsschwierigkeiten. Sie können bereits nach 12 Stunden auftreten und dauern 5 bis 7 Tage an. Vor ein paar Jahren wurde Koffeinentzug sogar als psychisches Krankheitsbild in das diagnostische Handbuch US-amerikanischer Psychiater aufgenommen. Mehrere Studien deuten außerdem darauf hin, dass Menschen mit hohem Koffeinkonsum langfristig anfälliger für Müdigkeit sind. Für den gleichen Effekt müssen sie immer mehr Koffein konsumieren. Für einen gesunden Schlaf empfehlen Experten, eliminating caffeine, say 6 or 7 hours before bedtime, seems to be a very good habit. Koffein begann als ein Versprechen. Eine Gesellschaft der Besoffenen wurde zu einer Gesellschaft der wachen, klar denkenden, produktiven Kaffeetrinker transformiert. Internationale Großkonzerne nutzen die abhängig machende Wirkung, um trinkbaren Zucker noch attraktiver zu machen. Sie verschleiern, spielen herunter und betreiben Lobbying. Dazu nehmen sie auch in Kauf, die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen potenziell zu schädigen. Heute ist Koffein die Droge unserer Zeit, ohne krasse Nebenwirkungen. Doch der subtile Beigeschmack von Koffein ist immer, du musst dich nicht ausruhen, wenn du müde bist. Trink doch einfach einen Kaffee. Dabei ist es extrem wichtig, ab und zu mal auf die eigene Müdigkeit zu hören und abzuschalten. Cheers. Crazy. Kaffee ist kein Spaß, Alter. Da gibt es auch Menschen, die nehmen Koffeintabletten. Ja. Aber es ist auch so ein Wohlbefinden-Ding, ne? Also je nachdem, wie man sich wohlfühlt.